Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Let's Eat Montag. So, wieder Montag, wieder Let's Eat Montag und wieder haben wir natürlich wunderschöne Themen und wunderschönes, leckeres Essen dabei am Start. Super sexy, geiles Essen. Ja, okay, ich drehe wieder am Rad. Ist ganz normal, ist normal. Ihr kennt mich mittlerweile, glaube ich. Einigermaßen. Auf jeden Fall. Okay, ich muss aber auch ehrlich zugeben, heute fiel es mir ein wenig schwer, ein Thema zu, ja, nehmen oder mich für ein Thema zu entscheiden, weil ja, richtige Vorschläge kamen eigentlich keine. Aber ich habe mir im Nachhinein einfach gedacht, ich nehme die Themen von, beziehungsweise was heißt die Themen, Johannes R. Mich würde unbedingt auch interessieren, was, warum Johannes R.? Ich kenne einen Johannes, der heißt auch genau Johannes R. und hat dann noch einen zusätzlichen Namen. Und das wäre creepy, wenn genau du das sogar wärst. Nee, und auf jeden Fall, er hatte mir eine Frage gestellt und da habe ich mich mal ein bisschen erkundigt. Ich stuhle mal da oben rein. Bezüglich ASMR. Und ja, dann hatte mir auch noch Your Name eine Frage gestellt, wo ich auch mir gedacht habe, komm, mache ich einfach aus den beiden Fragen ein Let's Eat, weil über ASMR kann ich nicht viel reden und über die andere Frage von Your Name kann ich auch, sage ich mal, nicht so viel sagen, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich einfach beide. Ja, der Chili macht sich mal wieder leicht hier, ne? Sauerei, dieser Chili, den mag ich überhaupt nicht. Ne, und auf jeden Fall, egal. Wir starten jetzt erstmal mit der Frage von Mobler, Johannes R., beziehungsweise im Übrigen, wir haben wieder mal leckere Pizza. Oh, so geil, so ewig keine Pizza mehr gegessen, das ist gefühlt 12 Jahre her. Und ja, 12 ist eine Zahl. Ne, und auf jeden Fall, um auf die Frage von Johannes zurückzukommen. ASMR, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung gehabt, was ASMR ist. Ich muss das erstmal nachgucken. Ich habe das irgendwie schon mal gelesen, gehört und so weiter, aber ich konnte nie damit was anfangen. Und im Nachhinein habe ich mir dann mal angeguckt, dass ASMR so eine, wie war es beschrieben, als ein Orgasmus im Kopf. Das ist scheinbar, es gibt scheinbar wirklich Leute, die, was weiß ich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sowas machen würde und keine Ahnung, es soll scheinbar eine Art Kribbeln im Kopf, so eine Art Gänsehaut, so ein Wohlgefühl hervorrufen durch normale Geräusche, was weiß ich, durch sowas, durch ein Rascheln einer, was weiß ich, einer Tasche, durch Teller auf dem Ofen, auf dem Tisch hauen oder sonst was. So Geräusche halt, ganz alltägliche Geräusche eigentlich. Was weiß ich, halt, dass die halt, sag ich mal, jetzt nicht auf der Straße stehen und dann, sag ich mal, fängt jemand an. Oh, nein, sowas nicht. Also glaube ich zumindest nicht. Ich glaube, das ist einfach wirklich nur so nach dem Motto, wie kann man das vergleichen? Ich vergleiche es jetzt einfach mal, wie wenn man sein Lieblingslied hört. Man hört sein Lieblingslied und denkt sich direkt, oh Mann, ah! Oder, oh, das ist so schön. So ein Wohlgefühl halt einfach, so nach dem Motto, oh, das Geräusch gefällt mir, das ist angenehm, das stört nicht, das ist nicht penetrant, das ist einfach nur ein angenehmes Geräusch. Und demnach scheint das halt manchen Leuten wirklich zu gefallen. Oder, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das hört. Ja, okay, man hört, glaube ich, diese Gestochere von mir auf dem Teller. Sowas zum Beispiel, aber gut, aber ich glaube eher, dass das ein nerviges... Ich bin sogar der Meinung, irgendjemand, ich weiß nicht, ob es ein Abonnent war, ich weiß leider auch gerade überhaupt keinen Namen, tut mir leid an der Stelle, irgendjemand hatte irgendwie gemeint, dass meine Stimme scheinbar
irgendwie extrem beruhigend wäre. Und ich nehme einfach mal an, dass das auch dieses ASMR ist. Ich weiß aber, ich weiß echt nicht, was das ausgesprochen heißt, wenn ihr es. Ich habe es mir nur mal schnell durchgelesen, weil meine Pizza dann im Nachhinein direkt fertig war. Und habe mir dann einfach mal gedacht, na gut, komm, nimmst du die beiden Themen. Kenne ich mich ehrlich gesagt selbst nicht aus mit ASMR, deswegen, wenn ihr wirklich Näheres darüber wisst, schreibt es mir echt mal in die Kommentare. Es würde mich nämlich echt mal interessieren, was dieses ASMR jetzt richtig ist. Und ganz ehrlich, ich bin gerade sofort zu googeln. Ja, und ich muss sagen, Kommentare lese ich immer komplett. Muss ich mir auch mal auf die Schulter klopfen. Mit dem Messer. Mhm. Ja. Aber essen muss ich auch mal was. Oh, oh, oh. Okay. Die Pizza schmeckt gut. Selbstgemachte Soße, also Tomatensoße, okay, einmal passierte Tomaten rein, frische Tomaten rein, frische Zwiebel rein, Knoblauch rein, ein bisschen Gewürze, alles schön anbraten lassen, Becher Sahne rein, beste. Geil, einfach nur. Und schmeckt auch echt richtig gut. Hier, und auf jeden Fall, um wieder aufs Thema zurückzukommen, das ASMR. Ich weiß halt nicht, ich weiß halt wirklich leider gerade keinen Namen. Wenn du meine Videos noch guckst, wirst du ja, denke ich mal, ein weiteres darüber wissen. Dann würde es mich, ich denke mal auch die Abonnenten teilweise, sehr freuen, wenn du uns mal irgendwie aufklären würdest darüber, weil um das jetzt durch zu googeln und das ja dann einen gescheiten Link zu finden, na gut, ich weiß nicht, ob das bei Wikipedia irgendwie mal genannt wurde, aber ich bin jetzt echt gerade eigentlich auch einfach zu voll zu gucken. Ich komme von der Arbeit und ja, na gut, nach der Arbeit habe ich noch eine schöne Pokémon Go Session gemacht. Oh. Ah, das ist nebensächlich. Und ja, ich will jetzt halt auch dann noch ein bisschen spielen. Ja. Habe eben nämlich auch schon noch ein Let's Draw aufgenommen. Aber wo wir dann auch sogar, sage ich mal, beim nächsten Thema wären. Pizza ist lecker. Thema abgeschoben. Nee. Okay. Das ist nicht das Thema, aber das könnte das Thema sein, weil Pizza ist lecker. Mhm. Ja. Da muss ich gar mal gucken. Die Pizza ist nicht mehr so extrem heiß, da kann ich so sogar mit der Hände essen. Nee, aber jetzt wegen dem zweiten Thema. Das zweite oder die zweite Frage war von Juni, der mich gefragt hatte, was ich persönlich jetzt eigentlich lieber mache. Let's Eat, Let's Draw oder Let's Play. Ich habe seine Frage auch beantwortet, aber ich habe mir gedacht, vielleicht hat er die Frage eigentlich eher gestellt, dass ich sie im nächsten Video nehme. Also habe ich mir gedacht, komm, machst es. Weil, ganz ehrlich, ich mache alles drei gerne. Okay, meine Let's Eats, da fühlt sich, sag ich mal, immer noch irgendwie so ein bisschen komisch an, wenn ich vor meinem PC sitze und so gesehen gegen meinen Computer rede und er mir nicht antwortet. Na gut, ist bei Let's Plays und bei Let's Draws genauso, aber ich gucke mir so gesehen selbst mit, während den Aufnahmen ins Gesicht und da kann mir keiner erklären, dass das nicht komisch ist. Ich gucke mich selbst an und ganz ehrlich, ich würde mich selbst nicht angucken. Spaß beiseite. Spaß muss ja aber auch sein. Und auf jeden Fall habe ich halt einfach gemeint, alles hat was.
die Let's Eats haben was, die Let's Plays haben was und die Let's Draws haben was. Ich habe halt gemeint, bei den Let's Eats ist es halt wirklich, es fühlt sich noch komischer, muss ich sagen. Weil dieses ganze Gefühl halt einfach, klar, es macht Spaß. Ich esse auch wirklich sehr gern die Sachen sehr gern, die ich eigentlich koche oder mache oder hole, was auch immer. Und Essen macht Spaß, Videos aufnehmen macht Spaß, von daher, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber mein Nacken hat gerade richtig geknackt. Oh ja. Nee, und auf jeden Fall, Let's Eats sind super. Es macht mir super Spaß. Na gut, was ich immer ein bisschen schade finde, wenn ich essen will und eigentlich auch mit meiner Freundin zusammen essen will, muss ich mich halt dafür dann entscheiden, Let's Eat oder mit Freundin essen. Ja. Das ist das Einzige, was ich eigentlich wirklich komisch finde. Na gut, und dass ich es halt mir immer noch nicht 100%, ich es immer noch nicht 100%ig verstehe, was ihr an den Let's Eats so toll findet. Aber egal, sie gefallen euch und mir macht es eigentlich auch wirklich Spaß aufzunehmen, weil allgemein, ich nehme gerne auf, muss ich sagen. Und dazu würde ich jetzt mal sagen, gehen wir jetzt mal zu den Let's Plays. Let's Plays, also, da gibt es eigentlich gar kein großes Manko. Okay, ich sag's mal so, ich bin immer so ein Gamer. Wenn ich spiele, bin ich eigentlich extrem ruhig. Ich konzentriere mich aufs Spiel, wie wenn ich jetzt League of Legends oder Rocket League spiele. Bei LOL weniger, aber bei Rocket League auf alle Fälle. Da komme ich irgendwie gar nicht so auf andere, also so auf Smalltalk und so weiter, so Themen ansprechen und so. Da tue ich mir manchmal echt schwer. Ich glaube, das merkt man vielleicht auch in den Let's Plays. Wenn ich beim Ratchet & Clank Let's Play zum Beispiel an einer Stelle bin, wo extrem viel los ist und ich mir denke, oh scheiße, 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 scheiße. Das sind halt so Sachen, wo ich mir echt denke, ah scheiße, eigentlich muss ich kommentieren, aber ich muss jetzt auch aufs Spiel achten. Aber bei Let's Plays kann ich echt überhaupt nicht meckern, weil, wie schon gesagt, es macht mir Spaß aufzunehmen und es macht mir natürlich Spaß, Spiele zu spielen, die ich gerne spiele oder die ich mag, die mir gefallen. Demnach, was sollte mir daran nicht gefallen? Ich würde sagen, da ist das Thema beendet, weil gerade jetzt nehme ich wieder als Beispiel das Ratchet & Clank Let's Play. Ich habe fast jeden Ratchet & Clank Teil gespielt. Und diesen Teil war mir klar, dass ich den spielen werde. 100% auch. Und mittlerweile kann ich auch schon spoilern, ich habe es auch schon geschafft. Das Ratchet & Clank Let's Play ist beendet. Es muss nur noch hochgeladen werden. Ich glaube, es sind 41 Parts, ich bin mir unsicher. Und das nächste Let's Play wird dann auch bald, bald beginnen. Es wird aber auch auf jeden Fall ein neues Let's Play geben, wo ich auch wieder blind Let's Play, von daher. Aber wo ich mir denke, wo ich recht guter Dinge bin. Ne, und auf jeden Fall kann man schnell den Schinken auf das zweite Stück machen, weil ich habe mir jetzt nur zwei Stücke Pizza rausgeholt. Weil habe ich mir jetzt die ganze Pizza drauf auf den Teller gepackt. Wäre zum einen der Teller voll. Und zum anderen will ich auch genießen. Und Kaltpizza schmeckt auch teilweise richtig geil. Und dann haben wir ja die Let's Plays, würde ich sagen, sind jetzt auch abgehakt von wegen, wie ich Let's Plays habe oder wie sehr ich die Let's Plays mag. Würde ich mal sagen, gehen wir dann mal zu den Let's Draws. Weil ja, ich weiß nicht, wie viele von euch meine Let's Draws gucken.
Und ja, ich versuche halt die Let's Draws jeden Dienstag halt zu machen. Und da kommt, ja okay, was heißt jeden Dienstag? Wenn ich mal keinen habe, habe ich halt mal keinen. Aber die Let's Draws sind halt auch für mich, weil ich mag Final Fantasy. Ich spiele es extrem gerne. Es ist mit unter der Top 5 meiner absoluten Lieblingsfranchises. Ich würde sagen, eigentlich sogar direkt Platz 2, aber ist jetzt erstmal egal. Und die Let's Draws, dieses Final Fantasy Record Keeper, ich finde dieses Spiel echt eigentlich so genial. Es ist so geil gemacht. Es beinhaltet so gesehen jeden Final Fantasy Teil. Mit ja, in Pixelgrafik, in geilen Kämpfen, in den alten Final Fantasy Style. Und der alte Final Fantasy Style war einfach der beste. Final Fantasy 6, 7, 8, 9, 10. Das waren die besten Teile. Die neuen, naja, okay, ich bin auf den 15er gespannt. Und bei den Let's Draws, es ist halt, ich werde auch morgen, nee, doch, morgen für euch, wird auch wieder ein Let's Draw kommen. Und ich habe auch mal eine kleine Neuerung, das wird, glaube ich, in 2-3 Wochen mal kommen. Da habe ich auch mal ein Let's Draw mit Webcam aufgenommen, damit ihr halt seht, wie ich reagiere auf die Draws, ob es jetzt gute Sachen sind oder ob ich mich jetzt drüber freue oder ob ich mir denke, nee. Und das habe ich auch eben erst aufgenommen, von daher, Pizza. Von daher habe ich eigentlich wirklich immer ein Let's Draw zum Hochladen und es ist halt wirklich für mich, wie gesagt, auch sau spannend, was bekomme ich. Weil es ist ja nicht so, als würde ich mir das auswählen können, sondern mal übel das und ein bisschen davon. Nee, ist leider nicht so. Es ist eine reine Glückssache. Und ich habe damit eigentlich auch wirklich einfach mal gedacht, komm, versuchen wir es mal. Es gibt da, sowas gibt es auf YouTube. Mach es auch mal. Ich spiel's, warum nicht? Vielleicht gefällt es euch auch, ich weiß es nicht. Bei den Let's Draws sind die Kommentare immer recht lau, also eher weniger, also geringer. Und es ist halt wie gesagt immer auch für mich spannend, oh, kommt jetzt was, kommt jetzt nichts oder kommt genau das, was ich will? Weil es sind ja teilweise wirklich richtig, richtig gute Sachen dabei. Soul Breaks, Super Soul Breaks, Burst Soul Breaks, wie jetzt der von Zidane, bei dem ich ja bei den Draws momentan rackern bin. Ich kenne das Ergebnis ja schon, ich sag's euch aber nicht. Und heute habe ich halt auch wieder einen Draw gemacht. Und ja, es ist immer wieder spannend. Mal ist es eine Flaute, mal habe ich vier Sachen, wie beim Ishtola-Event. Bei dem dritten Versuch hatte ich, glaube ich, vier Sachen. Wo leider alle nicht das waren, was ich wollte, aber es waren vier Sachen. Und darüber freue ich mich halt. Weil diese Quip ist immer halt gut und praktisch zu haben. Wenn man die Synergie dann auch noch ausnutzen kann, ist es halt umso besser. Und deswegen sage ich, also die Let's Draws gibt es eigentlich wirklich gar keinen Nachteil, weil ich spiele dieses Spiel, okay, doch einen Nachteil. Wenn nichts dabei ist, bin ich abgefuckt. Aber es passiert, es gehört dazu. Es gibt Glückstage, es gibt Pechtage. Ist ganz normal. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich irgendwas bevorzuge, ob jetzt Let's Draw, Let's Eat oder Let's Play, weil ich alles drei gern mache. Mmh.
Ich weiß halt nicht auch, was euch besser gefällt, weil so wie ich das sehe, gefallen den meisten Leuten die Let's Eats am besten. Und ich muss auch sagen, in den ersten Let's Eats, da war ich echt, sage ich mal, ziemlich komisch. Ich weiß nicht, wie ich es umschreiben soll. Ich war einfach. Es waren halt die ersten Versuche. Die waren halt noch nicht so, sage ich mal, wie jetzt. Und dann habe ich halt immer wieder versucht, Erneuerungen reinzubringen, wie die Let's Eat Cruise Liste. Die ich ja letzten Endes aber trotzdem fallen lassen habe und jetzt mittlerweile mit den eingefügten Kommentaren und den Themen finde ich halt, haben wir mittlerweile kann ich halt dann schon verstehen, warum man diese Let's Eats vielleicht mag, weil die Themen vielleicht interessant sind, weil man darüber gerne reden will oder gerne mehr erfahren will oder gerne meine Meinung hören will. Und ja, das Let's Eat halt, das Essen nebenbei, das ist halt einfach, sage ich mal, nebensächlich. Oder, ja, okay, ihr habt ja auch geschrieben von wegen, dass ich diesen Let's Eat-Stil beibehalten soll und diese Themen einfach zusätzlich mit einfügen soll. Was ich ja jetzt auch gemacht habe, so gesehen. Aber, ja, okay, nix aber eigentlich. Was mache ich halt dann jetzt? Euch gefällt das so besser? Ich habe damit eigentlich kein Problem. Ja. Auch wenn ich teilweise während dem Essen, während dem Reden das Essen vergesse. Aber jetzt mit den Fragen, sag ich mal, ist es nicht nur einfach irgendein Typ, der sich sinnlos irgendwas reinzieht und rein frisst und eventuell auch noch fett ist? Nein, bin ich nicht. sondern einfach, sag ich mal, auch ich versuche einigermaßen halt normal oder einigermaßen gebildet, will ich jetzt nicht sagen, einigermaßen gescheit über die Themen zu reden. Na gut, klar, mit Spaß und Humor. Ganz ehrlich, das ist für mich auch Priorität. Ich will ja auch dran Spaß haben. Und genauso möchte ich euch Spaß bringen. So gesehen. Und vielleicht gefallen euch meine Sprüche, vielleicht auch nicht. Flachwitze gibt es immer noch. Aber so ist es halt. Und um nochmal auf dieses ASMR zurückzukommen, genauso könnte ich mir halt vorstellen, dass manche Leute eventuell bei diesem Geräusch so dieses Wohlgefühl bekommen. Könnte ich mir einfach mal vorstellen. Ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Aber also dieses Zischen von einer Flasche, keine Ahnung, kann ja sein. Und momentan muss ich aber auch echt sagen, ich schweife schon wieder voll von den Themen ab. Ich bin eigentlich momentan echt sau zufrieden, was diesen Kanal angeht. Gut, die Abonnentenzahl steigt nicht, sage ich mal, täglich um 15.000 Abonnenten, ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Ich mache es zum Spaß, das wisst ihr hoffentlich. Und ich habe Spaß daran.
Und ihr habt Spaß daran und deswegen ist mir die Abozahl okay, klar, ich freue mich über jeden Abonnenten. Aber das soll nicht Grund dafür sein, ob ich weitermache oder nicht. Klar freue ich mich, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mir ein Like gibt, wenn ihr mir ein Dislike gibt, wenn ihr mir einen Kommentar gibt, einen guten, einen negativen, ist mir egal. Ich freue mich über wirklich alles. Negative Kritik nehme ich an und versuche zu verbessern. Und wenn es euch am Ende gefällt, was weiß ich, ist ein Abo da, ist ein Like da. Das ist halt, so sage ich mal, meine Motivation so ein bisschen. Und ja, deswegen, ich werde auf alle Fälle weitermachen, das kann ich euch sagen. Und wenn jetzt auch, sage ich mal, vielleicht jetzt nur alle zwei Tage, wie ich es jetzt momentan am Laufen habe, Videos kommen, außer Let's Eat Montag und der Let's Draw. Aber trotzdem geht es weiter. Ich habe nicht vor aufzuhören. Es macht einfach wirklich echt Spaß, euch Videos zu bescheren oder euch Videos zu geben. Deswegen mache ich weiter. Aber jetzt trinke ich endlich erstmal was. Schon besser. Ja, und auf jeden Fall hier schon ein Teller ist ja so gut wie leer, aber bei der ersten Pizza habe ich mir gedacht, komm, isst mal die Kruste mit. Bei der zweiten habe ich irgendwie gedacht, nee, kein Bock auf Kruste oder Rand oder was auch immer. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Daumen hoch da, lasst gerne auch ein Abo da. Könnt ihr gerne machen, also ich zwinge euch zu nichts, ne, aber könnt ihr gerne machen. Ich sehe gerade, meine Nase glänzt. Warum glänzt meine Nase? Egal. Auf jeden Fall, wenn euch halt das Video wirklich gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Kommentar da. Es ist alles einfach nur für mich Motivation pur. Es freut mich einfach zu lesen, dass es euch gefällt. Und lasst mir auf jeden Fall bitte wieder Themen da für den nächsten Let's Eat Montag, weil ja, heute war ja ein bisschen improvisiert, aber trotzdem muss ich sagen, bin ich eigentlich recht zufrieden, was wir angesprochen haben und wie wir es angesprochen haben. Von daher sage ich jetzt dann ciao, ciao und bis zum nächsten Let's Eat Montag. Also macht's gut, Leute.